my gosh, schon wieder eine Neuheit von Schleich fürs zweite Halbjahr 2024. Das ist der Wahnsinn. Schleich haut hier raus, dass dir Sehen und Hören vergeht. Leute, wir haben hier ein Shop-Exclusive, ein Special. Und zwar die Einhorn Beach Edition Welle. Heißt tatsächlich so. Steht auch hier irgendwo drauf, meine ich, ja. Einhorn Beach Edition Welle. Das ist der Hammer, oder? Hat die Nummer 72249, ist komplett neu. Wär's kein Meereseinhorn, würde ich mich verbrennen. So heiß ist dieses Teil, was ihr wirklich nur exklusiv im Schleichshop bekommt. Darum lasst uns das hier ganz schnell auspacken und anschauen. Und wisst ihr was? Eigentlich war es ja gar kein Wunder, dass das hier erscheint, denn vielleicht denkt euch noch das Lavendel-Einhorn war die seinerzeit erschienene Mandala-Stute und das hier ist nichts anderes als der Mandala-Einhorn-Hengst und den haben sie jetzt als Special Edition rausgebracht, die Einhorn-Beach-Edition. Welle. So sieht's aus. Hier extra noch ein Kartönchen drin, damit es die Beine nicht verzieht, was ich sehr gut finde. Hier ist der Schleichaufkleber. Hier steht Exclusive. Und wir haben hier eine Welle auf dem Bobbes, zumindest auf der Flanke, und ein schönes weißes Horn. So, und den guten stelle ich jetzt hier mal auf den Tisch, lassen drehen und erzähle euch ein bisschen was zu diesem wunderbaren Shop-Exclusive von Schleich. Aufmerksam beobachtet das hübsche Einhorn Beach Edition das Treiben am Strand. Dieses fantastische Einhorn ist eine exklusive und limitierte Sammelfigur. Sein Fell ist blau wie das Meer und auf der Flanke trägt es eine Welle. Die üppige Glitzermähne und der dichte Schweif glitzern in der Sonne. Das Einhorn scharrt kurz mit den grazilen Hufen im Sand und schon galoppiert es los. Wie es da so mit seinem blauen Fell durch das Wasser springt und die Glitzermähne im Wind weht, wird das magische Einhorn fast selbst zur Welle. Das exklusive und limitierte Sommereinhorn als Sammelfigur darf in einer Bayala-Sammlung nicht fehlen. Ne? So, und darum schauen wir uns das hier heute in diesem Video an. Glitzeridi und Glitzerido, wir haben hier Glitzer, was bin ich froh. Ja, das ist der Begleittext zu diesem Einhorn Beach Edition Welle. Wirklich komischer Name. Das Welleneinhorn in der Beach Edition hätte ich, glaube ich, ein bisschen besser gefunden. Aber ist ja egal. Ne? Also, ich meine, das Einhorn selbst haben wir ja schon besprochen, als ich die Mandala-Fohlen besprochen habe. Von dem her, ich möchte es hier aber trotzdem nochmal relativ flott besprechen, denn die Umsetzung, muss ich sagen, ist nett geworden. Einzig, was mich wie immer stört, ihr wisst es, ihr kennt meine Videos, ist dieser grobe Glitzer. Der ist mir zu grob. Ich weiß, viele fahren drauf ab. Ich bin kein Fan, denn es macht viele Details ganz einfach kaputt, weil sie überdeckt werden. Das ist halt das Ding. Als erstes werde ich hier mal die Fähnchen wegmachen. Denn ich sammle es wegen der Figur und nicht wegen den Fähnchen. Denn die Figur wird ja dadurch mal Milliarden wert. Ne? Nein, nicht. Es ist eine Massefigur, auch wenn es limitiert ist. Okay? Niemals vergessen, Leute. Immer schön auf dem Teppich bleiben. Meine Kamera ist hier gerade nicht gut drauf, denn wir haben hier blau und meine Finger sind hier komplett gelb. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen im Video korrigieren kann. Sonst wird es ein ganz übles Farbenmassaker. Aber ja, das muss nicht eure Sorge sein. Gut, wir haben hier auf jeden Fall ein super schönes Einhorn mit einer Größe von ca. 13,5 cm in der Länge und eine Höhe am Horn gemessen von 12,5 cm. Ist eine schöne Größe. Ich stelle hier mal eine Bayala Heftbeilagefigur daneben. Das ist dieses wunderbare pinkfarbene Pegasus, auch super schön, passt toll zu dem Blau, davon mal abgesehen. Ne? Wir haben Himmel und Wellen,
passt sehr schön zueinander. Ja, dann lasst uns das hier nochmal ganz schnell anschauen. Die Augen, wie gewohnt, in Schwarz. Das Schwarz hat einen netten Glanz. Allerdings ist das Auge auch sehr, sehr groß. Eigentlich ist es ein Mausauge. Etwas übertrieben. Also größer dürfte es nicht sein. Das Einhorn, naja, möchte man da jetzt grinsen sagen. Aber sagen wir mal so, es guckt sehr, sehr, sehr freundlich. Also es ist ein sehr schönes Gesicht, wenn man von einem Gesicht hier sprechen möchte. Ja, aber das guckt schon wirklich nett. Die Nüstern haben sie hier noch mit Weiß besprüht. Genauso weiß wie das Horn hier oben. Auch das hat noch ein bisschen Glitzer abbekommen. Man sieht schön die Ringel, die Abstufungen in dem Horn. Um das Horn herum weht auch schon der Schweif. Schöne Mähne, relativ einfach skulpturiert, was die Strähnen angeht, aber absolut passend, ist eine richtig schöne Arbeit, wie ich finde. Und darauf halt dieser recht grobe Glitter, ne? Ist so ein silberner Glitzer, der aber ganz zart Regenbogenfarben glitzert. Mädchen werden total drauf abfahren, ist mir schon klar. Ich finde es halt nur schade, dass der Glitzer immer so grob ist, dass es so ein paar Feinheiten verdeckt. Gut, wie schon gesagt, die Mähne ist jetzt nicht ultra aufwendig skulpturiert. Also jetzt nicht von der Anordnung her, sondern von den Details in der Mähne, von den Härchen. Das ist schon, ja, sehr übersichtlich. Trotzdem stört mich der grobe Glitzer immer ein bisschen, ne? Zumal es auch teilweise ungleichmäßig aufgetragen ist. Ich finde es nie so ganz optimal. Aber sieht auf jeden Fall super schön aus. Man kann auch das Fell hier erkennen, wobei auch das Fell relativ grob skulpturiert ist. Keine Ahnung, ist es schon eine 3D-Arbeit am Rechner? Ich kann es euch nicht sagen. Aber ne, ihr seht, was ich meine. Ist schon recht einfach gemacht, aber sie haben das Fell auf jeden Fall ordentlich skulpturiert. So, die Mähne weht komplett auf die andere Seite. Das heißt, der Hals ist hier schön frei. Hier sieht man auch toll die Muskulatur. Hat einen schönen langen Hals. Geht hier wunderbar über in die kräftigen Beine, die nicht zu dick sind, sondern wunderbar schlank, aber dennoch kräftig. Dann ist hier irgendwie ein bisschen so eine kleine Schmiererei, die man nicht so gut gefällt. Entweder ist es hier ein Abrieb oder so ein Klebestreifen oder was. Ich kann es euch gar nicht richtig sagen. Es geht aber auch nicht weg. Ja, ja. Und der Glitzer ist auch nicht wirklich ein schöner Verlauf in die Beine rein, sondern es fängt halt hier an. Hier wurde der Pinsel angesetzt und runtergezogen. Und man sieht halt auch die Klebemasse, die verbunden mit dem Glitzer ist, damit der Glitzer dann hält. Und tut mir leid, ich finde es nicht schön. Ich finde, ihr macht da eure Figuren immer ein bisschen, naja, kaputt ist jetzt übertrieben, aber es wertet einfach so eine schöne Figur ab. Sollte eigentlich ein Hersteller wie Schleich mittlerweile in all den Jahren gelernt haben. Ne? Dann die Hufe auch nicht extra bemalt, einfach in dem Blau gelassen und halt den Glitzer drüber, der sich hier auch wunderbar jetzt an meinen Fingern absetzt. Ja, dann außen und innen mit dem Fell skulpturiert. Auch hier fängt hier plötzlich der Glitzer an. Man sieht hier den Klebestreifen und zack, wurde das hier runtergezogen. Auch ziemlich ungleichmäßig, was den Glitzer angeht. Die Hufe wurden hier skulpturiert, du siehst sie nur kaum wegen dem Glitzer. Ja. Dann seht ihr hier auch an der Flanke das Fell, was sich hier auch über den ganzen Körper zieht. Das Fell sieht halt nicht wirklich echt aus, sondern ein bisschen künstlich irgendwie. Aber da was hier mit einem Fantasy-Wesen zu tun haben, lasse ich das absolut durchgehen. Und alles, was ich hier sage, ist natürlich auch nur meine Meinung, ja? Ist ja klar. So, an den Hinterläufen ebenso ab der Hälfte wurde der Glitzer hier runtergezogen, auch über die Hufe. Ich finde, es hätte gut ausgesehen, wenn man die Hufe oder vielleicht die Härchen kurz vor den Hufen weiß gemacht hätte, ähnlich wie das Horn, so quasi wie eine Gischt, die hier angedeutet wird. Denn ja, wir haben es ja mit dem Welleneinhorn zu tun, hätte mir besser gefallen als einfach nur dieser Glitzer. Glitzer ist schön, soll ja ein bisschen die Gischt darstellen, nehme ich an. Von dem her, das kann man schon machen, aber vielleicht doch ein bisschen feiner das nächste Mal. Aber ich weiß, Schleich wird es wieder genauso grob machen, von dem her. Ja, auf der Flanke haben wir dann diesen Druck, diese Welle, zweifarbig. Wir haben hier so ein Blau und ein Weiß, ne? Und das ist halt so die Gischt. Und das hätte mir hier unten an den Beinen tatsächlich auch sehr gut gefallen, wenn da so ein bisschen ein Druck zu finden wäre oder wenigstens die Hufe.
In einem Weiß, ich glaube, das hätte mir besser gefallen. Also ich bin fast am Überlegen, ob ich hier ein Repaint machen soll. Ist tatsächlich so. So, dann haben wir hier einen wunderbaren Schweif. Auch komplett mit Glitzer überzogen. Auch hier die Härchen, genau wie die Mähne skulpturiert, nicht so fein, aber die einzelnen Strähnen sind hier wirklich super schön zu sehen. Ist schon klasse, ne? Muss man sagen. Leider halt auch hier wieder dieser grobe Glitzer, der in allen Regenbogenfarben schimmert, aber halt doch sehr ungleichmäßig aufgetragen wurde. Das haut mich tatsächlich nicht vom Hocker für so eine Exclusive-Figur, ja? Naja, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Einhorn. Wir sehen hier auch den Schleichstempel und ihr seht hier ein Copyright von 2020. Also hat auch schon 4 Jährchen auf dem Buckel. Hier haben wir auch noch das CE-Zeichen auf der Innenseite vom Schenkel. So könnt ihr das auch sehen. Made in China das Ganze. Zumindest das ursprüngliche Modell. Ja, was das Material angeht, ihr seht, ihr könnt die Beine biegen. Darum, wenn ihr es nicht immer aufstellt, sondern aufbewahrt, klemmt unbedingt das Teil wieder dazwischen, damit es die Beine nicht verzieht. Ja, das wäre wichtig zu tun. Ansonsten, dieses Einhorn hat eine schöne Figur, nicht zu dick, nicht zu schlank. Das kann man wirklich anschauen, ist nett gemacht. Warum hier so eine helle Stelle um den Schweifansatz rum ist, weiß ich nicht. Man sieht so eine helle Stelle auch hier an der Mähne. Ich weiß nicht, ob es an der Kamera rüberkommt. Hier ist dunkelblau und dann wird es ein bisschen heller und dann wird es wieder dunkler. Keine Ahnung. Das sieht man übrigens auch hier innen. Ob sie das extra draufgesprüht haben, ich kann mir es eigentlich fast nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein technisches Thema. Keine Ahnung. Ich würde manchmal gerne Mäuschen spielen, ne? Also, zu dem Blau muss ich sagen, das ist schön gewählt. Es ist ein schönes, kräftiges Blau. Es ist eher ein dunkles Blau, ein Meeresblau. Was aber sehr gut zu diesem Einhorn passt. Dir fällt da natürlich unweigerlich die Szenen aus dem letzten Einhorn ein, wo der rote Stier die Einhörner ins Meer treibt oder das letzte Einhorn ins Meer treibt, obwohl das hier ein ganz anderes Einhorn ist, ne? Aber ist halt bis heute ein wunderschöner Zeichentrickfilm. Großartig. Ja, und so schön, muss man sagen, ist auch diese Skulptur sehr, sehr, sehr gelungen. Dass mich der Glitzer hier stört, ist halt meine selbstgemachte Wirklichkeit. Das muss niemanden sonst stören, ne? Ansonsten ist in Ordnung. Der Druck ist sauber. Der sitzt. Die Augen sitzen auch hier vorne. Die Nüstern, das Weiß ist gut. Das Horn, es ist nichts verschmiert. Der Druck ist gut geworden. Keine unschönen Stellen. Das ist schon einwandfrei. Vor allem auch keine Gussnasen. Und diese kleine Stelle hier, ja, weiß ich nicht. Ist ein Abrieb. Ich kann es euch nicht sagen. Gut, also das dazu. Ich werde es hier nochmal ohne Fähnchen drehen lassen und ich stelle hier auch noch so eine Effektwelle mit dazu. Mal schauen, wie das wirkt. Eigentlich ist das ein Feuerelement, ne? Aber da es blau ist, kannst du das auch als Welle nehmen, ne? So als Meeresteil. Und da habe ich ein paar da und da werde ich mal ein bisschen das Einhorn dazwischen stellen, mal schauen, wie das wirkt. Ich finde, das sieht aber jetzt schon gut aus, ne? Ja, also, das dazu, das Einhorn Beach Edition Welle mit der Nummer 72249, seit ein paar Tagen im Schleichshop, ganz exklusiv. Denkt dran, ist limitiert, nur für eine bestimmte Zeit erhältlich. Wie lang, das steht in den Sternen, das kann ich euch leider nicht sagen, das weiß nur Schleich. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüsschen, euer Ruppi. Yay! Yeah.